Abgründe. Der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern. Herzlich willkommen bei Abgründe, dem True Crime Podcast der Nürnberger Nachrichten, nordbayern.de und der Nürnberger Zeitung. Heute haben wir eine ganz besondere Situation. Wir sitzen nämlich nicht zusammen im Studio, der Alexander Brock und ich. Hallo Alex. Ja, hallo. Sondern wir telefonieren über Skype. Ja. Deswegen bitte entschuldigt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn die Audioqualität an der einen oder anderen Stelle noch nicht perfekt ist. Wir werden in den nächsten Wochen auf jeden Fall nachbessern. Bevor wir anfangen, möchte ich natürlich noch unseren Sponsor erwähnen und das ist der TV-Kanal Crime und Investigation. Dort werden rund um die Uhr fesselnde Crime-Formate gezeigt. Dabei steht nicht nur die Abscheulichkeit oder der Schrecken der Verbrechen im Vordergrund, sondern die Hintergründe der Taten werden auch beleuchtet und die psychologischen Komponenten. Crime und Investigation ist im TV rund um die Uhr über alle wichtigen Pay-TV-Anbieter empfangbar. Außerdem stehen viele Sendungen via On Demand zur Verfügung und mehr Infos findet ihr auf Crime und Investigation. So, wir sprechen heute über ein Verbrechen, das sich 2017 in Nürnberg abgespielt hat. Am 24. Mai 2017 war das genau, da wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem Brand in der Regensburger Straße in Nürnberg gerufen. Und als sie in die Wohnung kamen, in der das Feuer ausgebrochen war und die genau unter die Lupe nahmen, da fanden sie was Erschreckendes eigentlich. Du warst damals quasi von Anfang an dabei, Alexander, ja. Und hast über den Fall berichtet. Was fanden denn die Brandexperten für eine Situation vor? Also als Polizeireporter ist man ja auch nachts unterwegs oder vielmehr nachts in Bereitschaft und auch an diesem Abend, es war spät in der Nacht, ich glaube so gegen 23.30 Uhr hat man da den ersten Rauch entdeckt. Ich habe dann eine Stunde oder zwei Stunden später, ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau, dann eine Alarmierung auch auf dem Handy bekommen. Und was sich da zugetragen hat, war Folgendes. Zunächst ist einfach die Feuerwehr gerufen worden, die Berufsfeuerwehr Nürnberg, zu einem Wohnungsbrand hieß es. Das ist das, so lautet das Stichwort bei der Feuerwehr in der Leitstelle in der Regensburger Straße in einem Mehrfamilienhaus im 6. Stock. Da haben Anwohner die Leitstelle angerufen und die Information gegeben. Die Feuerwehr ist dann auch gleich mit einem Löschzug ausgerückt und hat angefangen, das zu tun, was sie tun muss in solchen Fällen. Sie brach die Wohnungstür auf, dichter Qualm kam entgegen und sie drangen so schnell wie möglich mit schwerem Atemschutz zum Brandherd vor. Als dann aber sich der Nebel, um es mal so auszudrücken, gelichtet hat und der Rauch sich verzogen hat, machten die Feuerwehrleute eine grausige Entdeckung, nämlich auf dem Bett in diesem Apartment, das war ein recht kleines Apartment, lag eine verkohlte Leiche. Das kommt sehr selten vor, dass die Feuerwehr bei Bränden auf Leichen stößt, aber doch immer wieder. Und in dem Fall ist es dann so, dass die Feuerwehr sich zurückzieht und sofort der Kriminaldauerdienst, die Polizei ist sowieso vor Ort, aber auch die Kripo und eben der Kriminaldauerdienst gerufen werden müssen, weil geklärt werden muss, handelt es sich hier um ein Brandopfer, das sich möglicherweise umgebracht hat? Ist es ein Opfer, das einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel? Das alles weiß man in diesem Moment nicht und dazu dient der KDD, die Abkürzung für den Kriminaldauerdienst und der Erkennungsdienst, die dann der Sache auf den Grund gehen. Und die waren dann auch tatsächlich geschlagene 5 Tage in dieser Wohnung, weil dem ersten Anschein nach handelte es sich tatsächlich um ein Gewaltverbrechen. Und diese Wohnung, das hat sich dann auch herausgestellt, diese Wohnung ist nicht irgendeine Wohnung gewesen, sondern es war eine sogenannte Modellwohnung, in der eine Prostituierte ihre Liebesdienste angeboten hatte. Und wie sich dann durch DNA und Vergleiche mit den Dokumenten des Opfers dann auch herausstellte, man hat also wohl schon noch den Menschen identifizieren können und im Vergleich hat sich dann eben auch herausgestellt, dass sich es hier um die Prostituierte Jenna handeln muss.
Kannst du kurz nochmal erklären, was man genau unter einer Modellwohnung versteht? Ja, das klingt, also Modellwohnung klingt merkwürdig. Also es ist keine Wohnung, die ein Modell darstellt, sondern in dieser Wohnung befinden sich Modelle. Modelle ist ein anderes Wort für Prostituierte. Und Modellwohnungen gibt es in Nürnberg einige. Also das Ordnungsamt hat 600 gezählt in etwa. Wir sind jetzt im Jahre 2017. Und zu diesem Zeitpunkt zählte die Stadt etwa 1200 bis 1300 Prostituierte in Nürnberg. Genaue Zahlen, es ist ganz schwer, die zu eruieren, weil Prostituierte auch nicht immer am selben Ort bleiben. Und so ist es auch in der Modellwohnung. Modellwohnungen werden von Prostituierten angemietet für einen relativ kurzen Zeitraum. In etwa, also man sagt, eine Woche etwa, mietet eine Prostituierte eine Wohnung und bietet da dann via Internet ihre Liebesdienste an. Und so war es eben auch mit Jenna. Die hat ihre Liebesdienste via Internet angeboten und zahlte Miete an eine Vermieterin dieser Wohnung. In diesem Haus, Modellwohnungen sind nicht einzeln in irgendwelchen Mehrfamilienhäusern, sondern Modellwohnungen gibt es 3 bis 4 in manchen Mehrfamilienhäusern. Und die restlichen Wohnungen sind in der Regel dann auch normal vermietet. Da sind dann auch Familien drin, Menschen, die ganz normale Arbeit nachgehen. Und in diesem Gemengelage von Mietern sind eben auch dann auch Prostituierte. Und die in dem Fall, also im 6. Stock war dieses Apartment, war es auch so. Es waren 3 bis 4 Modellwohnungen in diesem Mehrfamilienhaus und weitere Wohnungen, die ganz normal gemietet wurden. Also das Opfer war die Prostituierte Jenna. Was wissen wir denn Genau. über die zu dem Zeitpunkt? Also zu dem Zeitpunkt heute weiß man natürlich ein bisschen mehr. Zu dem Zeitpunkt wusste man noch nicht allzu viel. Man hat also so Schritt für Schritt, wie gesagt, die Spurensicherung war 5 Tage dort in der Wohnung. Schritt für Schritt hat man herausgefunden, um wen es sich da handelt. Jenna oder Jenna, wie man es auch aussprechen mag, ist nicht ihr richtiger Name gewesen. Den richtigen Namen, den kann ich jetzt leider nicht mehr sagen. Man weiß nur, sie bot sich als 18-Jährige an im Internet, als 18-jährige Ungarin. Tatsächlich stammt sie aber aus Rumänien. Ja, das war eigentlich schon alles. Also Jenna hat die Liebesdienste da angeboten und sie brauchte Geld und möglicherweise, um ihre Familie zu ernähren. Viele Familien, also man muss dazu sagen, die meisten Prostituierten stammen aus den ehemaligen Ostblockstaaten hier in Nürnberg, also entweder Bulgarien, aus Rumänien oder Ungarn. Und ihre Familien in den Heimatländern wissen oft nicht, welcher Arbeit die jungen Frauen dann nachgehen. Und in dem Fall war es wohl auch so. Etwa 2 Wochen nach der Tat wurde eine weitere Prostituierte in ihrer Modellwohnung gefunden. Du warst damals auch am zweiten Tatort. Kannst du mal ein Ja, bisschen deine Eindrücke schildern? ich war an beiden Tatorten. Also, also gut, man muss dazu sagen, der erste Mord, der fand in der Nacht zum 25., also vom 24. auf den 25. Mai statt. Der 25. Mai war ein Feiertag, Christi Himmelfahrt. Das muss man erstmal wissen und abspeichern. Und der zweite Mord passierte nicht mal 2 Wochen danach. Der zweite Mord fand Pfingstmontag statt. Und räumlich gesehen war der Tatort ganz woanders in Nürnberg. Also wir haben St. Peter, Regensburger Straße, und der zweite Mord fand in der Höfener Straße statt. Das ist ganz im Westen Nürnbergs, direkt an der Grenze zu Fürth. Und tatsächlich war es auch hier eine Modellwohnung. Also da war es ein bisschen anders. Es war nicht so, dass ein Brandgeruch festgestellt wurde und die Feuerwehr gerufen wurde, sondern in dem Fall sammelten sich einige Freier, also erstmal waren es Männer, die sich vor dem Mehrfamilienhaus in der Höfener Straße versammelt hatten und hatten eigentlich einen Termin in einem Apartment im 3. Obergeschoss. Und hinter dieser Wohnung sollte eine Prostituierte aufmachen und mit dem Namen Nyoko, zumindest bot sie sich unter dem Namen an, auch im Internet, aber sie machte die Tür nicht auf.
irgendjemand hat dann den Hausbesitzer, also den Vermieter, alarmiert. Der wiederum hat die Polizei und die Feuerwehr alarmiert. Und dieser Mensch ging dann mit einem Zweitschlüssel in die Wohnung rein und entdeckte die verkohlte Leiche Miyoko, ähnlich wie Jenna, zwei Wochen davor auf dem Bett, in einer Position, die relativ eindeutig war. Man muss dazu wissen, dass die Auffindung der Opfer relativ identisch war. Zunächst konnte man nicht davon ausgehen, dass hier wieder ein weiteres Gewaltverbrechen stattgefunden hat. Aber auch da kam die Kripo recht schnell zu dem Schluss, dass hier jemand nachgeholfen haben muss und diese Frau getötet haben muss. Zunächst hat sich die Kripo recht bedeckt gehalten, aber wir wissen heute, dass beide Frauen gefesselt waren. Jenna war gefesselt mit Mullbinden. Sie lag in einer ganz merkwürdigen Position auf ihrem Bett und sie hatte, in dem Fall war es ein Kabel um den Hals. Und die gleiche Auffindesituation hat man bei der Prostituierten in der Höfener Straße gehabt. Da auch da war es so, die Frau war gefesselt, diesmal nicht mit Mullbinden, sondern mit einem Slip, mit ihrem eigenen Slip. Und auch sie hatte ein Handykabel um den Hals. Da war eindeutig für die Ermittler, hier muss es sich um ein Gewaltverbrechen handeln, also Strangulation. Die Frauen wurden erdrosselt. Das deutet in jedem Fall auf Fremdeinwirkung hin. Und so war es eben da auch in der Höfener Straße. Die Auffindesituation von beiden Opfern legte den Schluss nahe bei den Ermittlern, dass es einen Zusammenhang zwischen beiden Taten geben musste. Dass es sich quasi um den gleichen Täter handelt in dem Fall. Dass es sich um den gleichen Täter handeln könnte erstmal. Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit lag sehr nahe. Die Ermittler haben daraufhin, da sich die Hinweise da so verdichtet hatten, auf Hochtouren ermittelt. Also wir sprechen zunächst, also im ersten Fall, von einer Ermittlungskommission, die gegründet wurde seitens des Polizeipräsidiums in Nürnberg. Und das waren etwa 20 Beamtinnen und Beamte, die angefangen haben, jetzt den Fall aufzurollen, dem Täter auf die Spur zu kommen. Als nach knapp zwei Wochen der zweite Fall bekannt war, wurde aus dieser Ermittlungskommission eine Sonderkommission, kurz auch SOKO, ist vielleicht unseren Zuhörern unter dem Begriff auch bekannter und geläufiger. SOKO, das bedeutet, dass man jetzt noch mit mehr Anstrengung versucht, einen Fall aufzuklären. Und das bedeutet auch, dass die Anzahl der Ermittler einfach auch nach oben gesetzt wurde. Also wir haben dann zu dem Zeitpunkt im zweiten Fall 30 Ermittlerinnen und Ermittler gehabt, die sich allein um diese beiden Fälle kümmerten. Vielleicht noch ein kleiner Exkurs. SOKO, also erstmal die ECO, also die Ermittlungskommission, nannte sich Himmel. Die SOKO nannte sich auch Himmel. Himmel deswegen, weil die erste Modellwohnung, da stand ganz groß Himmel drauf. Also Himmel für diejenigen, für die Kunden. Hier erwartet hinter der Tür euch der Himmel. Tatsächlich war es aber für die Prostituierte oder für beide Prostituierten die Hölle. Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen was über das zweite Opfer erzählen? Ja, das zweite Opfer, Miyoko, hat sich eben auch via Internet ja präsentiert. Freier oder potenzielle Kunden haben sich ihr Profil angeguckt und sie gab sich als Japanerin zunächst mal aus. Wie die Ermittlungen dann später ergaben, handelte es sich aber hier um keine Japanerin und sie hieß auch nicht Miyoko, ähnlich wie Jenna, auch nicht Jenna hieß, sondern es handelte sich um eine Chinesin. Sie gab sich als 22-jährig aus, war aber in Wirklichkeit 44. Offenbar war es auch so, dass sie auch sehr jung wirkte, also ihr äußeres Erscheinungsbild, wenn man sie gesehen hatte, man wäre nicht auf den Gedanken gekommen, dass diese Frau 44 ist, sondern dass es sich hier um jemanden handelt, der tatsächlich in den 20ern ist. Auch eine Prostituierte in einer Modellwohnung. Auch sie war gerade erst mal ein paar Tage in dieser Modellwohnung in der Höfener Straße. Und die Ermittlungen ergaben, dass sie verheiratet war zu dem Zeitpunkt, aber nicht mit einem Chinesen, sondern mit einem Deutschen.
verheiratet und zwei Kinder. Ursprünglich stammt sie aus China, aber ihr Mann lernte sie in Dubai kennen, soweit ich weiß. Und in Dubai, ja, ich weiß nicht, ob sie sich da als Prostituierte anbot, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Zumindest, so hat der Ehemann das dann später den Ermittlern erzählt, hat sie mit dem Gedanken gespielt, sich zu prostituieren. Aber ja, es gibt ja so Männer, die dann in so einem Fall unbedingt den Drang verspüren, die Frauen dann auf die sogenannte richtige Spur zu führen, also in ein normales Leben, in ein bürgerliches Leben, um sie von der Straße zu holen. Da möchten sich gerne Männer auch immer wieder mal zu Helden aufspielen, die Ritter, die sozusagen Frauen vor dem Abgrund retten. In dem Fall war es wohl auch so. Die beiden wurden dann in Dubai, also von dem Zeitpunkt an, das war 2008, er war auf Geschäftsreise in Dubai, dann ein Paar. Es kam das erste Kind, dann später das zweite Kind. Er hatte ein Anwesen oder hat immer noch ein Anwesen in einem oberbayerischen Dorf. Er scheint auch sehr gut Verdiener zu sein. Ihr hat es aber auch an nichts gefehlt. Was sie aber hatte, war wohl eine, ja, wie soll man sagen, irgendeine psychische Störung. Jedenfalls hat sie nach 2, 3 Gläsern Wein die Kontrolle über sich verloren und sie griff offenbar, zumindest hat es der Mann auch immer so zu den Ermittlern auch erzählt, griff dann die Familie an, in erster Linie ihren Mann, also auch körperlich. Also sie war dann unzurechnungsfähig. Sie hat ihn geschlagen, ihn getreten, beleidigt, Schreianfälle bekommen. Es muss eine familiäre Situation gewesen sein, die kaum noch auszuhalten war. Jedenfalls, so stellte sich jetzt der Ehemann dar. Man konnte die Frau dann auch nicht mehr danach befragen. Aber der Ehemann stellte sich zu dem Zeitpunkt so als Opfer dar. Die Ehe zerbrach, sie lebten in Trennung und die Mijong, die nahm dann tatsächlich diesen Gedanken auch wieder auf, den sie anfangs hatte, zu dem Zeitpunkt, als sie ihren Mann kennenlernte. Sie spielte mit dem Gedanken, sich zu prostituieren, um relativ leicht und in kurzer Zeit viel Geld zu verdienen. Was man auch sagen muss in dem Zusammenhang, die Ermittler gingen davon aus, dann auch später die Staatsanwaltschaft, dass der Mörder, von dem wir sprechen, unser R aus Fürth, dass der Mörder die beiden Prostituierten auch ausgeraubt hat. Also er nahm ihre Handys mit und er nahm ihnen das Bargeld ab, das sie bei sich hatten. Im Falle Jenna waren es etwa 50 Euro, bei Miyoko waren es etwas über 1.000 Euro. Jetzt ist es quasi so, wir haben zwei Opfer. Die Polizei erhöht den Ermittlungsdruck. Wie war das denn in der Prostituierten-Szene? Ging da die Angst um? Hatten die Frauen Angst, dass sie die Nächsten sein könnten, dass es einen Serienmörder gibt? Wie war da die Situation? Es gibt ja Organisationen, die sich um die Belange von Prostituierten in Nürnberg kümmern. Da gibt es zum einen Cassandra und noch weitere Organisationen. Und wir haben da auch nachgefragt nach der ersten Gewalttat, wie sich denn innerhalb der Szene, innerhalb des Rotlichtmilieus die Frauen fühlen. Also ob es da sowas wie Angst gibt. Und was wir erfahren haben, war, dass sich am Anfang, dass sich die Frauen relativ gelassen gezeigt haben. Zumindest wurde uns das von der Polizei, aber eben auch von den Organisationen so mitgeteilt. Das lag aber daran, dass die Frauen zunächst auch gar nicht mitbekommen haben, was da vorgefallen ist und dass es auch sie hätte treffen können. Weil der Täter hat ja sich durchs Internet geklickt und hat sich mit Sicherheit mehr Prostituierte angeguckt via Internet, als nur eben die beiden, die dann ja zum Opfer wurden. Also es hätte auch andere treffen können. Aber die Betroffenen, die Prostituierten, hatten anfangs davon keinen Schimmer. Und das liegt daran, dass die meisten Prostituierten, die hier nach Deutschland kommen, erstmal auch auf Sprachbarrieren stoßen. Sie können kein Deutsch, sie können ihre Heimatsprache. Sie haben es schlichtweg nicht mitbekommen. Und die Polizei hat aber nach dem ersten Fall schon versucht, diese Information, also dass da was vorgefallen ist, in die Szene zu tragen. Und zwar mit Plakaten, aber auch mit Flyern, die sie verteilt haben in den entsprechenden Etablissements,
Man hat versucht, die Modellwohnungen auch alle zu erreichen. Von vielen weiß man ja gar nicht, dass es Modellwohnungen waren. Man ist in Bordelle gegangen und hat dort die Flyer verteilt in 5 verschiedenen Sprachen, also Deutsch, in Englisch, Rumänisch, Ungarisch und in einer weiteren Sprache. So hat man versucht, den Kreis einfach zu erweitern. Und ich denke, und das haben wir dann auch weitere Nachfragen dann auch bestätigt, im Verlauf der Zeit, im Verlauf dieser 2 Wochen hat sich es tatsächlich dann auch rumgesprochen in der Szene. Und es war mit Sicherheit einigen Prostituierten nicht wohl bei dem Gedanken, im nächsten Moment könnte der Mörder vor ihrer Tür stehen, der ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gefasst war. Ich würde mal ganz schnell an der Stelle so ein paar grundsätzliche Infos zum Thema Prostitution in Deutschland erzählen wollen. Und zwar ist es ja relativ schwierig zu sagen, wie viele Prostituierte es in Deutschland überhaupt gibt. Schätzungen gehen davon aus, dass es so 200 bis 400.000 sind. Seit es das Prostitutionsschutzgesetz gibt, ist seit dem 1. Juli 2017 in Kraft. Interessanterweise genau zu diesem in diesem Zeitraum, als diese Morde passierten. Und seitdem sind quasi, es gibt eine Schätzung oder eine Zählung von Ende 2018, da waren 32.800 Prostituierte gemeldet, also ein Bruchteil von denen man annimmt, dass sie in dem Gewerbe arbeiten. Man geht davon aus, dass 90% der Prostituierten weiblich sind, 7 sind etwa männlich und 3 transsexuell. Seit der Öffnung der EU ist der Migrantenanteil besonders gestiegen, vor allem Bulgarinnen, Rumäninnen bilden die größte Gruppe und es gibt aber auch welche aus Asien, Lateinamerika und Afrika. Unter den männlichen Prostituierten stieg der Anteil der Migranten auf etwa 90%. Und was auch noch wichtig ist in dem Zusammenhang, dass Prostituierte und Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter viel häufiger Gewalt ausgesetzt sind als der Rest der Bevölkerung. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2014 und die besagt, dass wer in Deutschland quasi der Prostitution nachgeht, da geht es um Frauen, 3-mal so oft Opfer physischer Gewalt werden und sogar 5-mal so oft Opfer sexueller Gewalt. Das ist eine relativ große Zahl, lässt sich aber natürlich auch irgendwie erklären, oder Alex, was meinst du? Menschen, die zu Prostituierten gehen, ja, wie soll man das sagen? Also da spielt Macht das Ausspielen von Macht eine große Rolle. Und wie wir es auch im Fall R dann erfahren haben, durch die Ermittlungen und dann die anschließende Verhandlung, war es auch so, dass da Gewaltfantasien ja auch eine große Rolle spielen. R, der später dann gefasst wurde, am 5. Juli, hat sich herausgestellt, dass und das kann man, denke ich, auch für einen Großteil von Männern auch sagen, psychisch etwas passiert ist, was damit zusammenhängt, dass Männer einfach Macht ausüben wollen und wenn sie Prostituierte aufsuchen, da eine Chance sehen, Macht auszuüben. Sie zahlen Geld und dafür bekommen sie etwas. Und das, was sie bekommen, diese Wünsche können sie bei vielen Prostituierten anbringen und die Grenzen sind da auch immer etwas fließend. Es sind ja unbekannte Männer für die Prostituierten, die als Kunden auftauchen. Und diese Männer und viele Männer haben dann eben auch so Machtfantasien. Also so erklärt man sich das, die man im Liebesakt dann auch ausleben kann. Es gab auch 2 Jahre zuvor, also bevor das passiert ist, war im Jahr 2015 einen ähnlichen Fall. In der Konradstraße auch da eine Modellwohnung, im Übrigen ein Haus, in dem auch Jenna zuvor gewesen sein soll in einer Modellwohnung. Da kam ein Freier zu einer Prostituierten, der dieser Frau extreme Gewalt angetan hatte. Und der Ehemann dieser Frau, der im Nebenzimmer sozusagen Fernseh guckte, dann die Schreie gehört hat und seine Frau noch retten konnte. Also sie schlitterte auch haarscharf am Tod vorbei. Diesen Freier hat man nie geschnappt. Suchspürhunde wurden eingesetzt. Aber es zeigt, welche Gefahr sich Prostituierte auch immer wieder aussetzen. Man weiß nie, wer da vor der Tür steht. Und
viele versuchen eben da ihre Gewaltfantasien dann auch auszuleben. Und bei R war es ähnlich. Man hat während der Ermittlungen eben auch festgestellt, dass R sich regelrecht in Machtszenen hineingedacht hat. Er hat sich Filme angeguckt, bei denen Menschen, Frauen gequält werden, getötet werden. Also tatsächlich, also wir sprechen nicht von Spielfilmen, Kinofilmen, sondern wir sprechen von den sogenannten Snuff-Videos, die es im Internet gibt, in denen Menschen tatsächlich zu Tode kommen. Und daran hat er sich wohl richtig aufgegeilt. Zumindest haben das die Auswertungen oder seines Computers und seines Handys dann auch ergeben. Prostituiertenschutzgesetz ist ja mit Auflagen verknüpft. Das heißt, die Prostituierten sollten die Möglichkeit haben, über einen Notfallknopf Alarm zu geben, falls sie in Gefahr geraten. Und das ist mit dem 1. Juli 2017 dann auch sukzessive umgesetzt worden, auch in Nürnberg. Ob jetzt wirklich alle Modellwohnungen und Bordelle solche Notfallknöpfe haben, das weiß ich nicht. Aber das Ordnungsamt ging Schritt für Schritt demnach und hat die Betreiber aufgesucht, um diesen Notfallknopf auch einzurichten, damit Prostituierte sich solchen Gefahren nicht aussetzen müssen. Der Notfallknopf ist aber keine Verbindung direkt zur Polizei, sondern da geht es um Mitbewohnerinnen oder Betreiber, die alarmiert werden, die dann sofort einschreiten können, falls sich da etwas ereignet mit einem Kunden, das in Richtung Gewaltorgie geht. Und die beiden Prostituierten hatten diese Möglichkeit nicht. Also es gab keinen Notfallknopf, es gab keinen Schutz für die beiden. Und vielleicht wäre es zu diesen schrecklichen Taten nicht gekommen, wenn sowas wie der Notfallknopf schon eingerichtet gewesen wäre. Die Situation in Nürnberg, was die Prostituierten angeht, ist ja ähnlich. Du hattest es ja vorhin schon gesagt, zu dem damaligen Zeitpunkt wurden 1300 Prostituierte in Nürnberg gezählt. Zu 75% arbeiteten die Frauen in Modellwohnungen und 92% der Prostituierten stammen auch in Nürnberg aus dem Ausland. Laut Cassandra ist Zwangsprostitution nicht so ein großes Thema, aber die Polizei sagt immerhin, dass aktenkundig 5 bis 7 Fälle pro Jahr werden. Aber Armutsprostitution ist wohl auch ein großes Thema. Das räumt nicht nur Cassandra ein, sondern das sagt auch Jadwiga, das ist auch ein Verein, der sich mit dem Thema beschäftigt, dass das ein großes Problem ist. Du hattest es ja vorhin auch schon erwähnt, Frauen kommen quasi aus dem Ausland nach Deutschland, arbeiten hier als Prostituierte, trauen sich eigentlich nicht, ihrer Familie zu sagen, was sie genau machen, müssen es aber quasi tun, weil sie Geld hinschicken müssen. Ich meine, die müssen ja auch bezahlen für die Miete der Wohnung. Mhm. Das ist die Situation auf jeden Fall, die quasi vorherrscht bei den Prostituierten. Genau. Bei Jenna haben wir eben diesen Fall auch. Also da geht man schon davon aus, dass die Familie nichts wusste und sie eben Geld auch an ihre Familie schickte. Es gibt eben auch viele, die Kinder haben dort in den ärmeren europäischen Ländern. Also bei Miyoko stellte sich das dann auch ganz anders dar. Sie hat ja einen reichen Mann gehabt und sie hat ein ganz anderes Motiv, dieser Arbeit nachzugehen. Also denk mal, dass sie ihrem Ehemann auch eine auswischen wollte, könnte ich mir vorstellen. Wenn wir nochmal zurück zu unserem Fall kommen, wir haben jetzt quasi den Juni 2017, wir haben zwei Opfer, keine Spur, aber die Ermittler, die machen Fortschritte. Wie geht's denn weiter? Was man bei Miyoko gefunden hat, das war ein Handy. Die Ermittler haben sich auf die Auswertung des Handys versteift. Die Miyokos Handy wurde ausgelesen und man hat festgestellt, dass es da in dem Verlauf unter den Anrufen eine Nummer gab, die sich sowohl in einem Funkmast, einem Handyfunkmast in der Nähe der Höfener Straße, also der Tatwohnung des zweiten Mordes, eingewählt hat, als auch in einen Funkmasten in der Regensburger Straße zum Tatzeitpunkt. Da lag die Vermutung nahe, dass hier jemand die Prostituierte angerufen hat, Miyoko, der unter Umständen der Mörder sein könnte. Also das war sozusagen der Schlüssel für die Ermittler, überhaupt dem Menschen auf die Spur zu kommen. Man hat natürlich tagelang die Wohnungen auf Spuren untersucht und auch Fingerabdrücke und DNA-Spuren gesichert. Man muss dazu sagen, dass der Täter
mit beiden Frauen Geschlechtsverkehr hatte. Und auf die Art und Weise konnte man auch im Zuge der Obduktion DNA-Spuren des potenziellen Täters auch sicherstellen. Aber leider hat man zwar auf der einen Seite die DNA-Spur, aber wem diese DNA-Spur gehört, das war eben noch nicht klar. Und über diese Handy-Datenauswertung und diese Verbindungen und mit der Telefonnummer, die jetzt auf Miyokos Handy eingespeichert war, kam man dem möglichen Täter sehr, sehr nahe auf die Spur. Das führte dazu, dass man herausgefunden hat, wem diese Nummer gehörte. Jetzt kann man natürlich nicht einfach hingehen und sagen, wir nehmen Sie fest, kommen Sie bitte mit. Man braucht für sowas ja einen richterlichen Beschluss. Das muss alles wasserdicht laufen und der Verdächtige, der dringend Tatverdächtige, muss man sagen, wurde zunächst einmal von Spezialeinheiten observiert über ein paar Tage hinweg. Jetzt muss man dazu sagen, es war eine Zeit, da hat man auf Hochtouren ermittelt, weil man Angst hatte, also ganz Nürnberg hatte Angst, dass ein weiterer Mord passierte. Es beginnt hier eine Serie. Also man spricht im Normalfall von bei zwei oder drei Opfern beginnt eine Mordserie, die ein Täter verübt hat. Man war sich ziemlich sicher, dass ein Täter diese beiden Morde verübt hatte und hatte Angst, dass dieser wieder zuschlagen würde. Jetzt hat man also einen dringenden Tatverdächtigen. Die Spezialeinheiten haben ihn observiert und in einem günstigen Moment dann auch tatsächlich zugeschlagen und ihn festgenommen. Es war am helllichten Tag, der war gerade auf dem Weg in der Jakobsstraße in der Innenstadt von der U-Bahn in einen Gamersladen und wollte sich da möglicherweise ein Spiel kaufen. Und in diesem Moment und in dem Laden hat man dann den Verdächtigen überwältigt und festgenommen. Und da begannen dann die langen Verhöre. Nürnberg hat zu dem Zeitpunkt dann aufgeatmet, weil sich wirklich die Hinweise so stark verdichtet haben, dass sie hier den Richtigen haben, dass man ja davon ausgehen konnte, das Ganze jetzt zu einer Klärung zu bringen. Und man kam quasi nur durch diese Handydaten auf die Spur des mutmaßlichen Täters. So wurde es dargestellt. Also die Handydaten waren das Entscheidende. Man hat eine Telefonnummer und es wurde ermittelt, wer hinter dieser Telefonnummer steckt. Man hat es herausgefunden und man hat auch herausgefunden, wo dieser Mensch lebt. Der Mann, also R, war Bewohner einer Männerpension, also Obdachlosenpension. Der Mann war zu dem Zeitpunkt 21 Jahre alt und natürlich, ehe man so einen Zugriff durchführt, nähert man sich über weitere Vernehmungen, Befragungen noch weiter dem Verdächtigen, um sich auch wirklich sicher zu sein, dass hier der Richtige dann auch festgenommen wird. Kannst du uns ein bisschen was über den Täter erzählen? Zu dem Täter gibt es Folgendes zu sagen: Der 21-jährige R stammt aus dem Fürther Land. Er hat keine, wie soll ich sagen, gute Schullaufbahn. Er hat eine Lehre angefangen als Koch und hat die nach relativ kurzer Zeit hingeschmissen. Er ist auch polizeilich mal auffällig geworden wegen einer Schlägerei. Körperverletzung stand in seinen Akten. Aber ansonsten war es das eigentlich. Es erschien ein sehr schwieriger Mensch gewesen zu sein. Er hatte keinen Anlaufpunkt mehr in seiner Familie. Die Familie hat ihn mehr oder weniger verstoßen und er schlug sich dann über Jahre hinweg alleine durch und hatte keine Perspektiven. Was ihm viel gab, das kam dann später in den Vernehmungen raus, waren Computerspiele. Also er hat wirklich Stunden verbracht vor seinem PC und hat Ego-Shooter-Spiele gespielt, vor allen Dingen sehr viele so Gewaltspiele und hat in manchen Spielen wohl auch sehr gute Bewertungen. Es war eine etwas, wie soll ich sagen, eine Person, die keine Perspektive hatte. Wir werden ja quasi noch eine Folge zu dem Thema machen. Und zwar sprechen wir in der nächsten Folge über das Gerichtsverfahren. Genau, das Gerichtsverfahren ist dann ein Dreivierteljahr später eröffnet worden. Und mir geht es vor allen Dingen auch darum, wie vernommen wurde, also wie man ihn überführt hatte. Also das Geständnis ist ja sozusagen die Königin unter den Beweisen. Die Ermittler haben durch geschickte Fragen innerhalb der Vernehmung den Verdächtigen dazu gebracht, ein Geständnis abzugeben. Und die Vernehmung hat Stunden gedauert.
Und das fanden wir, also Uli Löw, die Gerichtsreporterin und ich, wir fanden es sehr interessant, was für Taktiken angewendet werden in solchen Vernehmungen, um dann auch den Verdächtigen dazu zu bringen, dass er ein Geständnis abliefert. Und das war in dem Fall so und damit auch für den Staatsanwalt und für das Gericht auch keine große Kunst mehr, festzustellen, dass es sich hier wirklich um den wahren Mörder handelt von den beiden Prostituierten. Wunderbar, dann reden wir da in der nächsten Folge drüber. Genau. Was man auch noch sagen kann, ist, wir hatten ja darüber gesprochen, dass die beiden Morde in den Bereich von Feiertagen fielen. Der 25. oder die Nacht auf den 25., der 25. Mai war ja Christi Himmelfahrt gewesen und der zweite Mord hat am Pfingstmontag stattgefunden. Man hat in die Soko Himmel damals auch sogenannte Fallanalytiker aufgenommen. Fallanalytiker, die werden landläufig als Profiler bezeichnet. Und Alexander Horn ist da einer, der europaweit sehr bekannt ist. Diese Gruppe der Fallanalytiker ist in Bayern dem Polizeipräsidium München zugeordnet. Und auch Alexander Horn war in diesem Fall mit einbezogen worden. Aber man ging zunächst auch mal davon aus, das fand ich ganz interessant, wie sich Fallanalytiker auch den Tätern, die eben noch nicht bekannt sind, nähern. Man hat also angefangen dann auch zu vermuten, dieser Täter könnte ein religiöser Fanatiker sein. Also an diesen hohen Feiertagen Prostituierte umzubringen, da lag nicht fern, den Mann vielleicht als einen Psychopathen, als einen religiösen Fanatiker darzustellen. Hat sich dann aber nicht erwiesen. Wunderbar. Dann würde ich sagen, war es das für heute? Ja, wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Genau, zu unserer nächsten Folge. Was wir noch unseren Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten wollen, und zwar, wir hatten ja vor eigentlich schon längerer Zeit angekündigt, dass es ein Magazin geben wird. Jetzt Ja. hat sich das quasi verschoben. Also es wird dieses Magazin geben. Wir wissen aber gerade noch nicht, wann es rauskommt durch die aktuelle Situation. Wir halten euch aber auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und auch der Prostituiertenmörder wird dort erscheinen. Also hier gibt es einen Beitrag auch zu diesem Fall. Wunderbar, dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Danke fürs Zuhören. Ihr wisst, wo ihr uns hören könnt. Ihr könnt uns hören über Deezer, über iTunes, über jeden möglichen Podcast-Player. Wir freuen uns über eine positive Bewertung bei iTunes und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Okay. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.